Am 22. und 23. Mai veranstalten das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg eine Konferenz unter der Bezeichnung International Conference on Climate Action. In der Zwischenzeit wurde übrigens in Heidelberg, Achtung Ironie, der Klimanotstand ausgerufen. Das ist noch keine Ironie, das stimmt wirklich, aber jetzt kommt die Ironie. Offensichtlich gibt es dort im Moment katastrophale Zustände, herrschen dort, und ich weiß es nicht. Offensichtlich sind die abgeschnitten von der Öffentlichkeit, und wir überlegen aber, eine Spendenaktion zur Linderung der Not in Heidelberg ins Leben zu rufen. Ironie aus. Natürlich haben sich weder die Teilnehmer des Petersberger Klimadialog mit den Grundlagen der Hypothese vom menschengemachten Klimawandel beschäftigt, also mit der Hypothese, dass also der Mensch mit seinen CO2-Emissionen den Klimawandel maßgeblich beeinflusst, und die Teilnehmer der Konferenz in Heidelberg werden das natürlich auch nicht machen. Für sie steht felsenfest, so wie es Professor Lebermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung nannte, dass diese Theorie stimmt, dass der Mensch quasi mit seinen CO2-Emissionen den Klimawandel maßgeblich beeinflusst. Und diese Theorie ist aber unter vielen Wissenschaftlern hoch umstritten. Viele Wissenschaftler negieren, also die Initiatoren negieren natürlich diese Wissenschaftler. Die Altparteien und die sehr viele Journalisten auch. Für sie gilt es, möglichst viel Kapital in jeder Münze aus der allgemeinen Panikstimmung zu schlagen. Und als Gegengewicht haben wir als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag eine eigene Klimakonferenz organisiert, die den bisher nicht zugelassenen, hier nicht zugelassenen Stimmen kritischer Wissenschaftler öffentlichen Raum gibt. Sie haben also heute die einmalige Gelegenheit, vier hochrangige internationale Wissenschaftler zu treffen und zu hören, die auf ihren speziellen Gebieten die Hypothese widerlegen, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen den Klimawandel entscheidend beeinflusst, beziehungsweise die Folgen vergangener und heutiger Temperaturschwankungen anders bewerten als die Klimaalarmisten. Einen großen Dank richte ich an den Vizepräsidenten des Europäischen Instituts für Klima und Energie, Herrn Michael Limburg, und meinen Büroleiter Eugen von Brön für die professionelle Vorbereitung dieser Veranstaltung, die alle doch vor ein paar Herausforderungen stellte. Freuen sich heute auf Professor Gernot Patzelt mit dem Vortrag Gletscher als Klimazeugen, die letzten 10.000 Jahre. Lord Christopher Monckton, der elementare Fehler der Physik, der die Besorgnis über die globale Erwärmung auslöste. Professor Dr. Henrik Svensmark aus Dänemark, Zusammenhang zwischen kosmischer Strahlung, Wolken und Klima. Und Thomas Weissmüller aus den Vereinigten Staaten, der Fall des IPCC, Meeresspiegelanstieg. Wir würden auch gleich einsteigen, und zwar mit Lord Monckton. Eine ganz kurze Vorstellung. Lord Monckton hat zahlreiche Veröffentlichungen zur Klimaproblematik für Laien sowie für führende, von Experten begutachtete Fachzeitschriften verfasst. Zum Beispiel, warum Modelle heiß laufen, Ergebnisse aus einem unreduzierbar einfachen Klimamodell. Dann im Science Bulletin, Chinesische Akademie der Wissenschaften 2015, für seine Arbeit zum Klima hat Lord Monckton den einen miese Nobelpreis für Freiheit bekommen, dem Violent True Prize des Komitees für ein konstruktives Morgen, dem Santigri Ashram Preis und der Geheimdienstmedaille der kolumbianischen Armee. Okay, lange Vorrede, oder eigentlich nicht so lang. Ich hatte versucht, mich kurz zu fassen, damit wir mehr Zeit für unsere Referenten haben. Und bedanke mich dafür, dass Sie hier erschienen sind, dass Sie uns zuschauen und zuhören. Und ich übergebe jetzt sofort an Lord Christopher Monckton. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hilse. Meine Damen und Herren, the imagined climate crisis that has excited governments worldwide and has inflicted upon your nation the heavy costs of the Energiewende
Energiewende auf arose solely diese Krise beruht einzigartig auf einen lang anhaltenden Fehler der Physik. Dieser langanhaltende Fehler zeigt nach einer Korrektur, dass die Erderwärmung lediglich ein Drittel der aktuellen mittelfristigen Schätzungen betragen wird. Das ist viel zu wenig, um einen Schaden zuzufügen. Wir brauchen also kein Handeln im Klima. Wir sollten den Mut haben, nichts zu tun. Ich habe die Ehre, ein Team von 10 eminenten Forschern zu führen. Seit 3 Jahren arbeiten wir an einem Bericht, das wurde jetzt vorgelegt, einer Fachzeitschrift zur Begutachtung, und ich werde die Resultate Ihnen heute vortragen. Unser Team umfasst Professoren der Klimakunde und emeritierte Professoren der Statistik. Ein preisgekrönten Astrophysiker der Harvard Smithsonian, ein Doktor der Physik des MIT und ein Experte in der Stromerzeugung, 2 Steuerungsingenieure und ein junger Umweltberater. Meine Reisekosten und Aufenthaltskosten wurden gedeckt vom Deutschen Bundestag, Fraktion Alternative für Deutschland. Vielen herzlichen Dank. Weder ich noch meine Co-Autoren haben eine Vergütung erhalten für meine Forschung. We began our research when several widely unreported failures of official predictions verschiedene ungemeldete Fehler zum Vorschein gekommen sind bei der Vorhersage. 1990 wurde der erste Sachstandbericht veröffentlicht vom IPCC. Da wurde eine mittelfristige Erderwärmung um 0,3 Celsius pro Jahrzehnt vorhergesehen. Von der ersten Hälfte des Jahrhunderts bis 2011, da wurden die Daten aktualisiert für den 5. Sachstandbericht, da hat man eine Erwärmung nur um ein Drittel dieser Wachstumsrate gemessen. Entsprechend hat der IPCC diese mittelfristige Vorhersage korrigiert, aber die langfristige Vorhersage um 1,5 bis 4,5 Grad als Antwort auf die doppelte CO2-Konzentration wurde nicht korrigiert. Und die Computermodelle des CMEP haben 2,1 bis 4,7 Grad vorhergesehen. Mit einer mittelfristigen Schätzung von 3,35 Grad, dargestellt durch den roten Zeiger. Ich werde Ihnen zeigen, dass diese mittelfristige Schätzung eine dreifache Übertreibung darstellt. Hier sehen wir die weitreichende Palette der offiziellen Vorhersagen. Die grüne Nadel links zeigt Ihnen die tatsächliche Erwärmung von 1850 bis 2011. Und diese Diskrepanz zwischen der vorhergesehenen und der effektiven Erwärmung, diese blieb unerwähnt. Uns wird gesagt, dass die Wärme sehr schnell erwärmt, aber dem ist nicht so. Die Frage ist, warum nicht? Unter den vielen Vorhersagen, die sich als übertrieben erwiesen haben, haben wir die Vorhersage, die besagt, dass die Zone, die von der Atmosphäre besetzt wird, dass wir da einen Anstieg haben der spezifischen Feuchtigkeit, insbesondere in der mittleren Troposphäre. In Wirklichkeit erfolgt dieser Anstieg durch Wasserdampf nur an der Oberfläche. Bei einer Druckhöhe von 600 Millibar, also ab 4 Kilometer, da haben wir keine Veränderung der spezifischen Feuchtigkeit. Bei der mittleren Troposphäre, also um 9 Kilometer, da zeigen die Daten eine Senkung. Wahrscheinlich aufgrund der Subsidenztrocknung, also eine negative Temperaturrückkopplung, die nicht berücksichtigt wurde. Diese Modelle sehen alle einen sogenannten Hotspot vor in der mittleren Troposphäre. Und entsprechend wird eine starke positive Wasserdampfrückkopplung vorhergesehen, die eine Erwärmung verursachen würde. Dieser Hotspot dennoch, der besagt also, dass die Erderwärmungsrate um das Doppelte der tropischen Oberfläche tragen würde, dieser existiert nicht.
Hier sehen wir, was die Modelle vorhersagen und auch, was wir effektiv hier haben in Wirklichkeit. In Anbetracht dieser Fehler bei der Vorhersage haben wir analysiert, wo dieser systemische Fehler der Physik liegt, der die Klimatologen irregeführt hat. Also wir fragen uns, was ist da schiefgelaufen? Und wir haben einen sehr großen Fehler gefunden. Klimaexperten stützen sich auf den mathematischen Fehler der Steuerungstheorie. Sie haben aber die Theorie missverstanden, die Rückkopplung falsch definiert und falsch angewandt. Der Fehler ist unbeachtet geblieben, weil die Klimatologen nicht erkannt haben, dass sie die Rückkopplung falsch verstanden haben. Die Steuerungstheoretiker, die haben nicht verstanden, was die Klimatologen gemacht haben. Also sie haben nicht den Fehler der Klimatologen erkannt, also ist dieser Fehler unbeachtet geblieben. Zwischen diesen zwei wissenschaftlichen Disziplinen. Die Temperaturrückkopplung ist eine zusätzliche indirekte Erwärmung, die entsteht durch die Sonne, dann auch durch die natürlich vorkommenden Treibhausgase und durch die vom Menschen verursachten Treibhausgase. Die Sonne steuert um 255 Kelvin zur direkten Erwärmung bei, bevor diese in ihre Kopplung eingespeist wird. Die natürlich vorkommenden Treibhausgase tragen zu 10 Kelvin bei, die vom Menschen verursacht Treibhausgase von 1850 bis 2011 um weniger als 1 Kelvin. Durch diese falsche Vorhersage des Hotspots gehen die Klimatologen davon aus, dass die alarmierendste Rückkopplung die Wasserdampfrückkopplung ist. Andere Rückkopplungen wie die des Temperaturgefälles, die Eisalbedo und die Wolkenrückkopplung wie auch die Planck-Rückkopplung, diese heben sich gegenseitig auf. Diese Rückkopplungen reagieren auf die Erwärmung durch die vom Menschen ausgelösten Treibhausgase, wie auch durch die natürlichen Treibhausgase und noch wichtiger durch die Emissionstemperaturen, die von der Sonne ausgeschüttet wird. Aufgrund dieser Übertreibung dieses Feedbacks ist man durch eine falsche Schlussfolgerung gestoßen und diese Rückkopplung ist zu 90% der vorhergesagten Erderwärmung zuständig und um 90% auch für die Ungewissheit bei den Vorhersagen. Man ist sich im Allgemeinen darüber einig, dass die Verdopplung des CO2-Gehalts um etwas weniger als 1 Celsius für die Erderwärmung zuständig ist. Der Rest der vorhergesagten Erwärmung stammt aus den sogenannten Rückkopplungen. Da die Klimatologen aber davon ausgegangen sind, dass dieses um einiges größer sein wird, haben wir Modelle, die 10% der Erderwärmung vorhersagen. Die Klimatologen haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben vergessen, dass die Sonne scheint. Sie haben nicht erkannt, dass 255 Kelvin Emissionstemperatur durch die Sonne eine große Temperaturrückkopplung verursachen, auch ohne die CO2-Gase. Klimatologen haben alles auf den Menschen praktisch geschoben. Dieser Fehler der Klimatologen ist in vielen Fachzeitschriften auch zu finden, auch in den Berichten des IPCC. Auf Seite 1450 des fünften Sachstandsberichtes IPCC von 2013 wird die falsche Definition der Rückkopplung nur in Form eines Veränderung oder einer Störung der Temperatur erwähnt, die wiederum eine Veränderung in der Temperatur auslöst. Also der IPCC gibt nicht zu, dass diese Rückkopplung auch die präexistierenden Temperaturen verändert. Hier haben wir die Rückkopplungsschleife. Der einzige Input hier
ist der vom Menschen verursachte Erwärmung. Das ist die Referenzempfindlichkeit. In dieser Rückkopplungsschleife in Blau sehen wir die direkte Erwärmung, die Gleichgewichtsempfindlichkeit als Output generiert. Im unteren Diagramm sehen wir eine Vereinfachung des oberen. Dieses Diagramm berücksichtigt nicht die 10 Kelvin direkte Erwärmung durch die natürlich vorkommenden Treibhausgase. Und es werden auch nicht berücksichtigt die 255 Kelvin direkte Emissionstemperatur durch die Sonne. Wie sollte die Temperaturrückkopplung dann definiert werden? Die korrigierte Definition, anders als die der Klimatologen, ist hier sehr klar, informativ, kurz und klar gefasst und auch kohärent. Ich werde diese kurz vorzeigen, ich werde sie nicht vorlesen. Und wenn Sie nicht vertraut sind mit der Kontrolltheorie, mag das vielleicht ein bisschen schwer erscheinen, aber dies ist die korrekte Definition. Und wir wissen das, weil wir einen Professor haben der Steuerungstheorie und der stellt es sicher, dass wir hier richtig sind. Hier haben wir die korrigierte Schleife, die Bezugstemperatur, die eingespeist wird in dieser Schleife. Diese umfasst die direkte Erwärmung nicht nur der vom Menschen verursachten Treibhausgase, grün, sondern auch die natürlich vorkommenden Treibhausgase in Rot und noch wichtiger, die 255 Kelvin der Emissionstemperatur der Sonne. Oben links sehen wir dies. Diese Rückkopplungsschleife kann nicht nur reagieren auf die weniger als 1 Kelvin Erwärmung durch den Menschen generiert, sondern sie muss auch reagieren auf die 10 Kelvin der direkten Erwärmung und die 255 Kelvin der Sonne. Dieses traditionelle Blockdiagramm zeigt Ihnen nicht die Tragweite der Faktoren für die Bezugstemperatur. Ein Blick auf diese Folie genügt, um zu verstehen, wie dominant diese 255 Kelvin sind in hellgelb. Später werden wir noch mehr über die Sonne hören. Das ist natürlich wichtig für den Klimawandel. Und hier haben wir die 22 Kelvin in hellgelb. Diese tragen zum Großteil bei für das Klima. Weniger als 12 Kelvin wurden beigetragen bei der Emissionstemperatur im Jahr 2011. Der Rückkopplungsanteil, das ist der Anteil der Gleichgewichtstemperatur, die beigesteuert wird durch die Rückkopplung. Und diese hohen Zahlen der Erwärmung, die vorhergesehen wurden von den Klimatologen, diese sind unmöglich. Denn bei einem solchen Anstieg wäre das Verhältnis zwischen den Treibhausgasen und den Emissionstemperaturen einfach nicht plausibel, einfach unmöglich. Und je höher die vorhergesehene Erwärmung ist, desto unmöglicher ist dies in Wirklichkeit. Und in unserem Paper haben wir das über jeden Zweifel hinaus beweisen können, dass dem so ist. Gleiches gilt für die Prozesse beim Wasserdampf. Wir haben einen kleineren Rückkopplungsanteil, der zwar möglich ist, aber nicht ein sehr großer. Die Vorhersage der Modelle, die 3,35 Kelvin betragen, als Antwort auf eine doppelten CO2-Konzentration, bedeuten, dass wir eine Treibhausgaserwärmung haben, die um 85 Mal größer ist als der Rückkopplungsanteil der Sonne. Und dies ist einfach unmöglich. Diese Vorhersage kann nicht korrekt sein.
Die wahrscheinlichste Erderwärmung beträgt nicht 3,35 Kelvin plus minus 1,5 Kelvin, wie von der roten Nadel vorhergesehen, sondern nur 0,1 Kelvin. Das ist hier diese grüne Zone links. Plus minus 0,1 Kelvin. Wir zeigen nicht nur, dass die globale Erderwärmung ein Drittel betragen wird der mittelfristigen Vorhersage, sondern dass hier eine sehr geringe Ungewissheit herrscht bei unseren Resultaten. Wir sehen, wie eng der grüne Streifen ist nach der Korrektur der Vorhersagen, verglichen mit diesem großen orangen und gelben Bereich rechts. Das sind die IPCC-Modelle. Wir sehen, wie präzise unsere Vorhersage sind und wie nah sie sich an der grünen Nadel befindet. Unser Statistikprofessor hat eine Monte-Carlo-Analyse aufgestellt, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung auszurechnen. Sie wird 1,09 bis 1,23 Celsius betragen, die Erwärmung. Hier haben wir einen Vergleich zwischen der überarbeiteten und der aktuellen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die überarbeitete Verteilung links ist sehr begrenzt und die aktuelle ist es nicht. Der einzige Grund für diesen Fehler bei der Vorhersage der Erwärmung liegt in diesem Fehler der Physik, der weitergemacht wurde. Hier am Ende haben wir einen Vergleich zwischen der korrigierten Wahrscheinlichkeit nach einer Korrektur, also dieses Fehlers. Das sehen wir links, da wird die globale Erderwärmung die 1,25 Kelvin nicht überschreiten bei einer doppelten CO2-Menge. Wir vergleichen hier die Erwärmung bei einer doppelten CO2-Konzentration, die von verschiedenen Klimamodellen vorhergesehen wurden, die IPCC und wir. Die Erwärmung wird einen Nutzen zufügen. Warum muss man hier die Wissenschaft korrigieren? Der Hauptgrund liegt daran, dass die offiziellen, aktuellen Politikmaßnahmen verheerend sind bei ihren Effekten. 1,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Strom. Unter Zugang versteht man den Zugang zu einer ganz normalen 60 Watt Glühbirne für 4 Stunden am Tag. In Haushalten ohne Stromversorgung haben wir 4,3 Millionen Todesfälle pro Jahr nur aufgrund der Feinstaubbelastung aufgrund des Kochens bei offenem Feuer. Über 500.000 Frauen sterben jedes Jahr bei der Geburt, weil sie keinen Zugang zu Strom haben. Die Lebenserwartung in Afrika, wo man keinen Strom hat, beträgt nur 60 Jahre. Hier in Europa 80 Jahre. So, überlegen Sie sich, wie viele Menschen sterben pro Jahr, nur weil sie keinen Zugang zu Strom haben. Der Mangel an Licht ist auch verheerend für die Bildung in Subsahara-Afrika. Und hier sehen wir, dass wir in der Nacht in Afrika gar kein Licht haben. Also ein dunkler Kontinent hier. Und in Anbetracht dieser Tragödie, anstatt sicherzugehen, dass der afrikanische Kontinent einen Zugang zu Elektrizität haben kann, da hat die Weltbank die Darlehen gestoppt für Kohlekraftwerke ab 2010 und wird keine Darlehen geben für die Öl- und Gasforderung nach 2015. Und die globale Erderwärmung wird als Grund dafür genannt. Die Erwärmung, wie Sie jetzt wissen, die nicht ein Problem darstellen wird. Und abgesehen jetzt von den verheerenden Kosten haben wir auch starke, sehr hohe Umweltkosten.
Herr Jean Sigler hat 2007 damals Berichterstatter bei der UNO für das Recht auf Nahrung. Dieser meinte, es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, landwirtschaftliche Flächen zu konvertieren in Flächen, die Nahrung generieren, die dann verbrannt wird in Form von Biogas. Es sind die Menschen, nicht die Autos, die Essen brauchen, Nahrung brauchen. Dennoch gewinnen die Autos. Windparks töten millionenfach Tiere. Ein Rotor hat eine Geschwindigkeit von 666 Stundenkilometer. Das können Vögel nicht kommen sehen. Und diese Effekte sind wirklich herzzerreißend. Und es wurde nichts gesagt von den Protestierenden heute vor dem Brandenburger Tor über die Tiere, die aufgrund dieser Politiken sterben, oder die Menschen, die aufgrund dieser Maßnahmen sterben. Die Windkraftanlagen, die funktionieren nicht kontinuierlich, die produzieren viel CO2 und kosten sehr viel. Sie verrosten, verschleißen sehr schnell, haben eine niedrige Stromdensität, verschanden die Landschaft und sind einfach eine Gefahr. Solaranlagen funktionieren nachts nicht, sie stoßen viel CO2 aus, sind kostspielig, auch diese verrosten, haben eine niedrige Densität und sind auch schlecht für die Landschaft. Elektrische Autos sind ein Feuerrisiko bei Unfällen. Sie sind sehr schwer, produzieren 30% mehr Energie. Wir sind von China abhängig für die Lithiumversorgung bei den Batterien. Sie sind teurer als normale Autos, auch nach den Subventionen. Und die Batterielebensdauer ist sehr niedrig. Die Vorzüge der höheren CO2-Konzentration bleiben ungemeldet. Die Erträge der Grundnahrungsmittel, diese sind gestiegen, seitdem die CO2-Konzentrationen gestiegen sind. Die Forschung von Dr. Itzo hat vorgezeigt, dass die CO2-Verdüngung zu höheren Erträgen führt. Und das braucht die Menschheit. NASA-Satelliten zeigen, dass der Planet sichtbar grüner geworden ist durch CO2. Und die Tatsache, dass die verheerenden Vorhersagen übertrieben sind, dies ist unerwähnt geblieben. Es gab in den letzten 100 Jahren keinen Anstieg der Dürre. In den letzten 30 Jahren ist der von Dürre befallene Landteil gesunken. Die Envisat-Satelliten, das sind die genauesten Satelliten, sie zeigen, dass der Anstieg des Meeresspiegels lediglich 3,2 cm pro Jahrhundert beträgt. Und ein Großteil der veröffentlichten Berichte bezüglich des Meeresspiegelanstiegs ist falsch. Der Kollege wird gleich darüber reden. Und dieser Anstieg wurde dann nach unten korrigiert von den IPCC-Berichten. Das globale Meereis verschwindet nur sehr langsam und wir haben hier einen Aufwärtstrend beim antarktischen Meereseis. Die CO2-Konzentration ist angestiegen seit 8000 Jahren. Also CO2 ist nicht der Haupttreiber für den Klimaanstieg. Die Methankonzentration steigt nicht an und alle IPCC-Repete prognostizieren eine übermäßige Methankonzentration. Auch Waldbrände werden immer geringer und es gibt keine Beziehung mit CO2. In den Staaten sind die Hitzewellen gesunken in den letzten 80 Jahren. Hitzetode werden immer seltener. Hurrikane und tropische Stürme haben auch abgenommen, weil die Temperaturdifferenzen immer kleiner werden. Das Meerwasser kann nicht sauer werden, denn wir haben hier einen Puffer durch die Felsen, in denen das Meer gelegen ist. Es ist ganz einfach. Diese Versauerung ist einfach Schwachsinn. Das Meerwasser wird weiterhin alkalisch bleiben. Dieser Anstieg, dieser Berichte bezüglich einer Versauerung ist suspekt.
Ein Verhältnis zwischen CO2 und Temperatur ist geologisch gesehen nicht wirklich zu vertreten. Zusammengefasst, die Klimapanik wurde ausgelöst durch einen Fehler der Physik. Nach einer Korrektur werden wir nur eine Erwärmung um 1 Grad haben bis 2100. Diese Erwärmung wird positiv sein für uns und für die Pflanzen und Tiere. Deswegen sind die Kosten einer Klimapolitik übermäßig hoch und das Beste wäre, den Klimawandel zu verstehen und richtige Politik zu betreiben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Fragen? Ich würde vorschlagen, dass wir die einzelnen Referenten sprechen lassen und dann haben wir noch genügend Zeit, um Fragen zu stellen. Ja, Herr Christopher Long-Monken könnte natürlich auch einen ganzen Abend referieren, das wissen wir, das kann er. Aber wir wollten also mehrere Themen beleuchten, die im Zusammenhang mit dem vermeintlich menschengemachten Klimawandel stehen, beziehungsweise mit der Hypothese, und haben dazu unter anderem Herrn Thomas Weissmüller aus den Vereinigten Staaten eingeladen. Er absolvierte eine Ausbildung als Meteorologe an der New York University und beim Royal Dutch Weather Bureau in Amsterdam. Danach arbeitete er 5 Jahre lang vor, während und nach den Mondlandungen der NASA. Er wird routinemäßig zu wissenschaftlichen und meteorologischen Vorlesungen in den NASA Field Centers eingeladen, die polynomiale Regressionsmathematik, ein sehr guter, sehr schöner Begriff, Algorithmen oder der Code, den Weissmüller nach dem Verlassen der NASA persönlich erstellt hat, werden von praktisch jedem Klimaforscher auf dem Planeten verwendet, entweder eingebettet in ihre Modelle oder in deren Analyse. Er wurde in Horizons, der Sonderausgabe des amerikanischen Instituts für Aeronautik und Astronautik, zum 50. Geburtstag der NASA hervorgehoben. Thomas Weissmüller ist Vorsitzender der Ozeanografischen Sektion des Weltkongresses 2016 für Ozeane, Qingdao, China, und Gründungsmitglied der NASA TRCESCS Klimagruppe in Houston, Texas. Also freuen Sie sich auf einen sehr interessanten Vortrag von Thomas Weissmüller. Sie wissen, das sind zwei deutsche Fahnen auf dieser Webseite und ich habe das als Ehre für mein Publikum getan. Die deutsche Regierung hat diese Slides nicht genehmigt, das sind meine Slides. Und die Tatsache ist, dass jeder hier in dem Raum, wenn sie nicht für Deutschland sind, dann gehören sie eigentlich nicht hierher. Sie verstehen das. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Ich möchte über die totale Disverbindung zwischen CO2 und dem Meeresspiegel ansprechen. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Als Beispiel habe ich hier, ich möchte später über diese Zeichnung sprechen und erklären, warum das so ist. Aber Sie wissen, der Seespiegel ist ein bestimmter Platz in Dänemark. Und das ist ziemlich linear, wie Sie hier sehen. Und CO2 steigt an und Sie erwarten zu sehen irgendwelche Signale oder sowas in dem Anstieg des Meeresspiegels oder dass CO2 da irgendwas mit zu tun hat. So, CO2 treibt die Klimaratsprognosen an und der rote Weg hier ist, wenn wir gar nichts verändern. Und hier unten ist, wenn wir drastisch Dinge unternehmen, wenn zum Beispiel nicht mehr fahren und die Fabriken schließen und so weiter. Und das ist die Klimaeinschätzung aus den USA. Und hier werden wir 2 Meter Anstieg haben, wenn wir gar nichts verändern. Und es geht dann natürlich hier oben so in der Art weiter.
Und das ist die dänische, die holländische Version. Das kam vor einem Monat heraus. Und Sie sehen, der Trend hier, die sagen auch, wir werden wesentlich mehr Meeresspiegeleinstieg haben. Und das ist das, was die Amerikaner sagen. Und hier sehen Sie es ähnlich. Also in Amerika, jeder Staat macht seine eigenen Klimaberechnungen, Klimapapiere. Und das ist der von New Hampshire, von der Küste, von der Risikobewertung dort. Ich bin in dieser Kommission und ich hatte Probleme mit denen. Und sie haben auch die nationale Klimabemessung übernommen. Hier sehen Sie den Anstieg des Meeresspiegels, genau hier. Und wenn ich jetzt näher rangehe, dann können Sie ja sehen, es ist nicht nur halb bei dem Punkt, wo wir drakonische Maßnahmen unternehmen, um da etwas gegen zu tun. Also hier ist die nationale Klimaberechnung des letzten Jahrhunderts 2 Meter höher. Ja? Also nochmal, es treibt das IPCC-Modell an. Und hier sehen Sie Arthur Gordon 1979 und der sagte, wie der Seespiegel aussehen wird 2020. Wir haben noch 8 Monate oder nur 6 Monate nur noch ungefähr. Und es wird noch nicht mal bis zur Sohle ihrer Schuhe gehen, der wirkliche Anstieg. Also das war die verrückteste Prognose, die wir je hatten. Und hier ist Jim Hansen. Er hat gesagt, 1988, wir haben von 2020 an einen linearen Anstieg bis zu 5 Meter. Und dann fanden wir raus, dass das nicht so passiert ist. Also haben wir seine Grafik verändert, um zu zeigen, wie der exponentielle Anstieg aussieht. Das sieht also, so sieht es also nach seiner Grafik aus. Und Axel Mörs hat gesagt, sehen Sie sich die Physik an, die blaue Zone ist das Höchste, was wir erwarten können, ein Anstieg am Ende des Jahrhunderts. Das ist das Maximum. Sie sehen also, sehen Sie hier diese rote da am Boden? Das ist, da wird es wirklich aufhört, so wie es jetzt im Moment läuft. Also wir hatten einen großen Anstieg des Seemeters, Meeresspiegels vor ein paar Jahren. Und auf der anderen Seite sieht man, was in den letzten 7000 Jahren passiert ist. Ich werde jetzt über diese Slides mal drüber gehen, so viel Zeit haben wir einfach nicht. Aber der größte Anstieg war in einer 7000-Jahre-Periode. Das war alles. Und Jim Hansen hier auf dieser Seite sagt, am Ende des Jahrhunderts werden wir 5 Meter Anstieg haben. Das ist unmöglich. Und die Schleife, die Sie hier sehen, das ist die Satellitenschleife für den Anstieg. Und das ist wirklich auch unmöglich. 5 Meter in den nächsten Jahren, ja, möchte irgendjemand Wetten darauf abschließen? Ich bin immer sehr happy über solche Wetten. Und das ist wie ein Höhenpegel aussieht, Gezeitenpegel. Es hat einen Ball und der geht rauf und runter und man misst halt den Durchschnitt jedes Jahr. Und wenn Sie jedes Mal den Durchschnitt messen in der ganzen Welt, dann haben Sie eine falsche Nummer. Warum? Weil die Leute Messdinger nehmen, die nicht richtig funktionieren. So der Durchschnitt muss also angepasst werden zu den Plätzen, wo es gemessen worden ist. Hier sieht man diese Gezeitenmesser in Europa und ich möchte gerne über Isostasie sprechen, wenn Sie zum Beispiel Eiskappen haben, die einen Kontinent bedecken. 2, 3 oder 4 Meilen dickes Eis, das drückt auf die Erde, hier auf diese Hemisphäre, wie Sie hier sehen können. Und in diesem Gebiet, da haben Sie sowas wie eine Vorbeule, die drückt, die hier heruntergedrückt wird. Und wenn das Eis schmilzt, dann hebt es das Ganze an. Und das hier ist von Professor Mörder. Er zeigte die Tektonik in den baltischen Staaten. Und 800 Meter von Anstieg in Richtung Norwegen sieht man, die Höhe der Berge ist wirklich unmöglich. Aber diese Linien, die Sie hier sehen, das sind Isotechs, sogenannte Isotechs, wo die Tektonik, wo die Erde sich bewegt, identisch ist. Und hier haben wir einen Kreis. Und hier in Dänemark, Sie haben eine Nulllinie, also eine Nulllinie Isotech, also Null.
Und hier sehen Sie genau, wo diese Nulllinie herkommt. Und die geht durch Nürnberg bis nach oben. Und hier sehen Sie wieder die Grafik, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wo die Erde sich überhaupt nicht bewegt und auch nicht nach unten. Und der Anstieg ist 1,02 mm pro Jahr. Und dieser Level ist total gleichmäßig, gerade linear, seit 100 Jahren. CO2 allerdings ist angestiegen in der Zeit. Also, in NASA, da werten wir Daten, also sehr hoch. Wir trauen Gott, aber jeder andere muss uns Daten bringen. Also hier habe ich etwas ausgewertet, und zwar in Deutschland. Da geht es so ein bisschen um einen Abstieg, und da ist ein Unterschied. Und Wismar zeigt 1,42 und Nürnberg zeigt 1,02. Und dies ist Cornwall. Das ist das Netzwerk für die gesamten britischen Inseln, und das sind 1,7 mm pro Jahr. Wenn Sie das Punkt 7 wegnehmen, dann sehen Sie, was Sie kriegen, 1,1. Und das ist von GPS validiert für die letzten 10 Jahre. Und hier ist die Westküste von Amerika, Alaska. Die Küste steigt sich an, weil das Eis weggeht. Eis ist übrigens sehr, sehr schwer. Wenn Sie so einen Quadratmeter Eis haben, also was ich genau in einer Hand halten kann, das sind 2000 Pfund. Stellen Sie sich vor, wenn Sie diese Blocks mehrere von denen oder mehrere Kilometer hoch, was das für ein Druck ist. Und wenn das Eis dann schmilzt, dann steigt das Land an. Und die Westküste von Amerika ist ein wenig am Absinken, weil die Kontinente unter den Kontinent gehen und das Ganze runterdrücken. Und genau dazwischen ist ein Ort, wo sie wieder null Isotech haben, also keine Bewegung nach oben und auch nach unten. Das ist Prince Rupert in Kanada, und seine Messung, der Abstieg ist hier wieder 0,7. Und Sie zeigen 1,17, nehmen Sie 0,7 weg, dann sind Sie wieder bei 1,1. Und das ist in der ganzen Welt so. Wo Sie Tektonik haben, dann ist der Anstieg des Meeres über eine lange, lange Zeit 1,11 mm. Und CO2 steigt an. Sie sehen hier den Anstieg? Ich nicht. Und es ist bei jeder Gezeitenpegel, den wir zeigen, ist eine lineare Bewegung. Kein straffer Anstieg. Einige gehen ein bisschen runter, einige ein bisschen hoch, aber es ist kein richtig starker Anstieg. Und dies ist ein Ort, wo wir ein Erdbeben hatten in Alaska. Und sofort fiel alles, sämtliche Werte. Aber davor sieht man, dass es ein bisschen runterging, und nach dem Erdbeben geht es weiter runter, und andere Leute sagten, ja nun, aber jetzt steigt der Seelevel an, und der Level ist nicht zu sehen. Und Professor Möller und ich, wir haben ein Papier aufgesetzt, wo wir diese Grafik auch verwendet haben. Hier sind die Satellitendaten von Tupac Poseidon. Auf der rechten Seite sehen wir eine spätere Version, und darin sehen wir eine Art NBZ. Diese Sets sind wunderbare Satellitenbilder. Die Europäer haben das benutzt vor Jahrzehnten oder vor 15 Jahren oder so. Und wenn das ansteigt, es sieht aus wie in einem Labor. Und NBZ hat sehr vorsichtig gemessen mit einer Millimeterauflösung. Ich weiß nicht, ob Sie sich eine Millimeterauflösung überhaupt vorstellen können, aber Lord Slanken nutzte diese Folie auch. Stellen Sie sich die hohen Punkte vor in einer Kurve. Jeden Winter. Und die tiefen Punkte sind immer im Sommer. Warum ist das so? Und diese 2 mm Unterschied auf der jährlichen Basis. Nun, so sieht die Erde von oben aus. Während unserer Winter südlichen Hemisphäre Sommer. Dann ist der Ozean total ausgestellt. Er ist dunkel und saugt alles Sonnenlicht auf. Und wie sieht der Seelevel dann aus? Er ist etwas angestiegen, und das Umgekehrte passiert im Herbst.
Hier spreche ich drüber bei der Gletschereismessung. Und das ist, worüber Sie sprechen. Eis. Wenn da Land ist, hier, dann geht die Tiefe, sorgt dafür, dass der Ozean ansteigt. Es fällt dann woanders ab, aber wenn das Eis schmilzt, dann geht der Ozean herab und steigt woanders an. Und sie versuchen, sich dessen anzupassen, aber sie merken, irgendwas ist falsch hier. Hier ist ein kleines Stückchen hier, das fehlt. Die Tatsache ist, dass das Eis in den Ozean hineinging und es drückt in dem Ozean herunter. Und hier auf der anderen Seite, da können Sie das sehen, dass der Meeresspiegel tatsächlich ein kleines bisschen senkt. Das Gletschereis wird ein wenig aufgenommen. Und warum passiert das? Das gleiche Gewicht von Eis, was schmilzt, ist nun 2200 Pfund und es drückt auf das Seebett, wo es wesentlich dünner ist als am Land. Und deshalb macht es mehr Raum für den Platz und senkt damit halt den Seelevel. Und dies hier ist, wenn ich die Satellitengrafik nehme, die ist linear, wie Sie sehen. Und ich nehme Prinz Rupert hier. Ich kann jeden anderen hier auch einfügen. Wir haben einen 1,1 mm tektonisch inerten Seelevelspiegel. Und ein Drittel der Satellitreportage ist das. Warum ist das so? Das ist, was Professor Dr. Spencer gesagt hat. Da ist ja noch Wasserdampf, der weggegangen ist. Nun, hier haben Sie eine Wolke. Und viel Strahlung geht dadurch und hindert es. Es ist der sogenannte Balllinseneffekt. Beim Balllinseneffekt, wird das Licht reflektiert. Andererseits wird es refraktiert. Und die Refraktion meint, dass das Licht durchgeht. Und irgendwann wird es innen drin herumgeschleudert, und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Also ein Radarbeam geht durch Millionen und Milliarden von Wolkentropfen durch und hat so einen wesentlich längeren Weg, um nach unten zu kommen. Und was passiert? Es scheint so, als ob der Seelevel sich sinkt, wenn sie Wolken haben. Nun, so sieht es dann aus. Dies sind Wolken über den Pazifik. Wenn jetzt Licht da durchkommt, Sonnenstrahl, es knallt dann unten auf die Wolken und es kühlt den Ozean ab. Und diese Wolken, wir sprechen, Mr. Sensmark spricht da später drüber. Ich denke, was passiert ist, die Auflösung der Radare ist nicht ausreichend, um so etwas zu messen in einer Millimeterbasis. Wir haben ja 6 Millimeter und so weiter, die schaffen das einfach nicht. Es sieht aus, als ob es kalt wird. Wir haben schlechte Radare. Ich denke, Sie haben es addiert und haben vergessen, es durch 2 zu teilen. Und Sie können das mit einem Maschinencode machen, sehr einfach, um auszunullen. Es gibt verschiedene Sachen, das zu machen, aber es ist unmöglich. Es ist leichte Mathematik, um das herauszufinden. Aber wenn Sie das richtig rechnen, dann haben Sie wieder 1,45 pro Jahr. Also nochmal. Hier ist die Warnungsslide. Da ist aber nicht vollständig. Das, was Sie erreichen, ist das, was Sie sich vorstellen zu erreichen. Und das ist das, was Sie machen. Sie werten es und Sie können es nicht tun. Und ich möchte nicht CO2 in jeder Politik nehmen, bis die Seelevel sich nicht in 10 Jahren so sehr ansteigen. Aber das tun sie halt nicht. Gut, ich überspringe diese Folien und das ist, was der neue Administrator sagt, Mr. Bridenstine. Er sagt, wir werden sicherstellen, dass alle Daten an die Öffentlichkeit entlassen würde. Da lege ich meine Hände drauf. Wir werden sehen und ich hoffe, Sie werden es selber für sich machen, aber ich kämpfe das und ich glaube, Sie haben das Beste getan, was Sie machen konnten. Okay, hier ist ein wirkliches Problem. Sehen Sie sich die Sonne an, Sonnenpunkte über die letzten 3 Zyklen. Hier ist ein Zyklus, 24 in 2015. Hat er hier 0 berührt? Warum nicht? Hier haben wir 0 gemacht für Wochen.
Und 2017, jeder einzelne Monat, da hatten wir viele ernste Sonnenflecken. Und ich gehe zurück, wir werden das in 2020 auch haben. Die Zyklen gehen trendig nach unten und hier haben wir kosmische Strahlung. Wir werden von Professor Svensson noch einiges hören und Sie sehen, was ich mache auf der nächsten Slide. Ich werde das Ganze strecken, sodass die Daten passen. Die Sonne ist nicht so, wie sie im ersten Moment aussieht. Und jeder Anstieg der Punkte der Sonne, da hat man einen Abstieg in der kosmischen Strahlung. Und der Trend der Sonne ist nach unten und der Trend der kosmischen Strahlung ist nach oben. Warum ist das jetzt wichtig? Weil die kosmischen Strahlen in der Atmosphäre kondensieren und dadurch hat man mehr Wolken. Und wenn Sie mehr Wolken haben, dann bekommen Sie diese Situation. In jedem La Niña-Jahr, was aussieht wie dieses hier, haben Sie einen kühleren Ozean und kühlere Temperaturen und niedrigere Seespiegel. Es ist ein richtiger Effekt von Exzess-Cloud-Bildung und wir haben das jetzt noch nicht verifiziert, die Beziehung von CO2 und dem Anstieg, ob das nun korreliert oder nicht. Und wir nehmen an, hier auf an diesem Punkt hier, da werden wir alle Punkte, die Behauptung hin, wo Sie Beziehungen zwischen CO2 und Meeresspiegel sehen, hinschicken. Und wir machen wir investieren da etwas. Wir haben 100.000 Grants für $50.000 und wir werden Papiere darüber schreiben. Und wenn Sie dann Millionen von Dollars haben an Steuergeld von Weltfirmen, das ist ein Wahnsinnsrückerhalt von Investments. Und hier tun Sie diese Papiere hin und das ist das, was dann passiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor Thomas Weissmüller. Wir müssen hier umstecken für den nächsten Referenten. Gut, wir sind ja anpassungsfähig, wie Menschen an sich anpassungsfähig sind und letztendlich auch keine Angst haben müssen, wenn es mal einen Grad wärmer wird. Das hat die Menschheit bisher immer sehr gut verkraftet, beziehungsweise es war letztendlich immer so, wenn es warm war, relativ warm war, im römischen Optimum, im mittelalterlichen Optimum, dann ging es den Menschen gut und immer dann, wenn es kalt war, dann ging es den Menschen eher schlecht und der Fauna und Flora an sich. Gut, unseren nächsten Referenten möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, Professor Dr. Henrik Svensmark aus Dänemark. Er ist Physiker am Danish National Space Center in Kopenhagen. Svensmark hat die Auswirkungen der kosmischen Strahlung, Professor Weissmüller hat es gerade mal ganz kurz angerissen, auf die Wolkenbildung untersucht und die Theorie aufgestellt, dass die globale Erwärmung durch Sonnenstrahlung verursacht wird. Experimente am CERN und im Labor in Kopenhagen haben diese Theorie weitgehend bestätigt. Svensmark ist Direktor des Zentrums für Sonnenklimaforschung am Danish Space Research Institute. Zuvor war Dr. Svensmark Leiter der Sun Climate Group beim DSRI. Er hatte Postdoc-Positionen in Physik an der University of California in Berkeley, dem Nordischen Institut für Theoretische Physik und dem Niels-Bohr-Institut inne. Und jetzt freuen wir uns auf die Ausführungen von Dr. Svensmark. Vielen Dank. Well, thank you very much. It's a real pleasure to be here in Berlin and thank you very much for the invitation. Vielen Dank. Es ist eine Ehre, in Berlin zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde über den Sonneneinfluss auf das Klima reden. Wir haben wahrscheinlich dieses Bild sehr oft gesehen. Das ist die globale Durchschnittstemperatur in den letzten Jahren. Wir sehen hier den Anstieg. Aber das Ding ist, es ist interessant zu beobachten, was diesen Anstieg überhaupt auslöst. Wenn wir uns die letzten IPCC-Berichte anschauen, dann merkt man,
dass in den letzten 100 Jahren das menschliche Handeln erwähnt wird für das Klima und das Effekt der natürlichen Variabilität wird ignoriert. Heute werde ich über diese natürlichen Faktoren reden, die ignoriert wurden, namentlich die Sonne. Hier sehen wir die Überzeugung des IPCC bezüglich der Rolle der Sonne seit 1880. Einen Beitrag anscheinend nur um 0,05 Watt pro Quadratmeter. So klein, dass das ausgeklammert werden kann. Und wir sehen hier, wenn ich den CO2-Effekt zeige, da ist der Balken um einiges höher. Wenn dies wahr ist, dann wäre es korrekt, die Sonne zu ignorieren. Aber ich möchte Ihnen heute zeigen, dass die Sonne tatsächlich eine große Rolle spielt, wenn wir die richtige Physik einbeziehen bezüglich der Rolle der Sonne. Also diese Überzeugung ist falsch. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist, dass dieser Effekt in den letzten Jahren 1 Watt pro Quadratmeter effektiv beträgt. Das ist sehr interessant. Der Grund: Wir müssen die Wolken natürlich mit einbeziehen, denn die Sonne hat eine Wirkung auf die Wolken und das werde ich Ihnen heute erzählen. Wir müssen die natürlichen Faktoren mit einbeziehen und wir müssen jetzt mit den Faktoren anfangen, die von außen die Erde beeinflussen. Also von außen fangen wir an mit der Milchstraße. Wir sind nur ein Stern unter Milliarden von Sternen. Und was hier interessant ist, sehr selten haben wir Sterne, die größer sind als die Sonne, die explodieren in Form einer kosmischen Supernova. Und hierbei wird ein Schockfront generiert und Partikel werden beschleunigt. Wir haben also einen kosmischen Beschleuniger und elementare Partikel in Form von Protonen werden beschleunigt. Das Protonen sind die einfachsten Elemente, die wir haben. Wenn wir also im All reisen, dann ist dies radioaktiv. Und das Hauptproblem sind diese Partikel, die wir kosmische Strahlen nennen. Die kosmischen Strahlen, die durchdringen den gesamten Raum und durchdringen auch unser Solarsystem. Hier haben wir auch ein Modell des Solarsystems. In der Mitte haben wir die Sonne und die Planeten. Dann haben wir das magnetische Feld der Sonne und dieses arbeitet wie ein Schild gegen die kosmischen Strahlen. Hier stelle ich die kosmischen Strahlen dar, die versuchen, die Heliosphäre zu durchdringen, aber die werden abgeprallt, also wie ein Schild, wie ein Schirm praktisch. Und hier zeige ich Ihnen, Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Protonen mit einem hohen Energiegehalt die Oberfläche der Atmosphäre schlagen und dann haben wir so einen Billard-Effekt. Wir haben praktisch diesen Schauer von Partikel durch die Atmosphäre und wir durchdringen 120 Neurone pro Sekunde und das war schon immer so. Die Frage ist, bei dieser kosmischen Strahlung, wie ist das Verhältnis zur Solaraktivität? Hier haben wir eine aktive Sonne und Sie sehen, wir haben diese Sonnenflecken, die normalerweise dunkel sind. Die Solaraktivität verändert sich mit der Zeit. Das beobachten wir seit Galileo Galilei.
seitdem er sein Teleskop verwendet hat, um die Sonne zu beobachten. Und er hat die Aktivität beobachtet. Das Interessante hier ist, dass wir in den letzten 400 Jahren sehen können, dass die Sonnenaktivität nicht konstant ist. Wir haben einen Zyklus, wir haben aber auch langfristige Variationen. Und wenn wir zurückgehen auf das Jahr 1600, da haben wir das Maunder-Minimum, eine Zeit, die typisch war für eine sehr niedrige Sonnenaktivität. Das bedeutet, dass wir minimale kosmische Strahlung hatten in der Atmosphäre. Und diese Zeit war bekannt unter dem Fachbegriff kleine Eiszeit. Eine sehr kühle Zeit. Da war es auf der ganzen Welt kälter als im Durchschnitt. Und das passt perfekt zum Bild der niedrigen Sonnenaktivität zu der Zeit. Wenn wir noch 1000 Jahre zurückgehen, da gehen wir auf die warme Zeit des Mittelalters zurück. Oben sehen Sie diese blaue Kurve. Das ist die Darstellung der Temperatur. Und Sie sehen die kleine Eiszeit. Da haben wir niedrige Temperaturen und im Mittelalter, da haben wir eine warme Zeit, also eine relativ milde Zeit. Aber Sie sollten, wenn Sie nach unten schauen, erkennen, dass wir ein Zusammenspiel haben mit der Sonnenaktivität. Das ist die kosmische Strahlung. Aber diese verändert sich eben durch die Sonnenaktivität. Die kleine Eiszeit passiert zur gleichen Zeit, wo auch eine niedrige Sonnenaktivität haben und umgekehrt. Und wir können das erweitern auf die letzten 10.000 Jahre. Und da sehen wir wirklich ein Zusammenspiel zwischen der Sonnenaktivität und den Veränderungen in diesem kosmischen Strahlungsfluss. Klima und Sonnenaktivität, es ist nahezu sicher, dass wir hier eine Verbindung haben. Und es ist wirklich beachtenswert. Wir können eine Schätzung erstellen, wie viel Energie ein- und austritt aus dem System durch die Sonnenaktivität. Und hier müssen wir wieder auf die Ozeane schauen. Wenn die Solaraktivität hoch ist, dann wärmen wir die Ozeane und die breiten sich aus. Und mit dem Gezeitenpegel können wir diese Veränderungen in einem Zyklus von 11 Jahren messen. Und in dieser Grafik sehen wir das in den letzten 80 Jahren, dass die Ozeane sie ein wenig ausbreiten, wenn wir eine hohe Sonnenaktivität haben und dann wieder umgekehrt. Und diese Expansion der Ozeane zeigt uns, wie viel Energie eintritt in die Ozeane. Und es ist wirklich beachtenswert, dass diese Zahl sich im Bereich zwischen 1 und 1,1 Watt pro Quadratmeter befindet. Warum ist das so interessant? Ist, dass wir gleichzeitig messen können, wie viel Energie aus der Sonne kommt. Denn die Sonne verändert sich auch in ihrem Licht. Das bedeutet, dass irgendetwas die Sonnenaktivität verstärkt. Und eine Frage, die man sich da stellt, ist, was kann dies sein? Vielleicht haben Sie es schon erraten. Die Idee ist, dass dies mit der Wolkenbedeckung zu tun haben. Die Wolken sind sehr wichtig für die radioaktive Bilanz. Wenn wir mehr Wolken haben, insbesondere die niedrigen Wolken, dann wird es kälter. Bei höheren Wolken, dann wird es wärmer. Dies könnte ein Verstärkungsmechanismus sein. Und dies war die erste Idee, die auch Ursprung war meiner Arbeit. Und in der nächsten Grafik sehen wir die Veränderungen bei der Wolkenbedeckung in einer gewissen Zeitspanne.
Da hatten wir eine sehr gute Satellitendarstellung und hier sehen wir auch ein perfektes Zusammenspiel. Hier haben wir eine Variation von 1-2% und dies reicht aus, um dies, was wir auf den Ozeanen sehen, zu erklären. Und wenn wir hier wieder zurückkommen, dann sehen wir, dass die Effekte der Wolken der gleichen Tragweite sind wie die Ozeane. Also die Wolken sind hier ein guter Kandidat, um zu erklären, was hier vor sich geht. Wir können aber somit nicht erklären, wie die kosmische Strahlung, besser gesagt, welcher Mechanismus da für die Wolken zuständig ist. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber es hat mit den sogenannten Aerosols zu tun. Aerosols sind kleine Partikel, molekulare Cluster, die sind bei 15 Nanometer, fungieren sie als Nuklei. Und durch diese Kondensation können diese einwirken. Und diese Kondensierung kann direkt durch die Clusterbildung einwirken. Und unsere Theorie ist, dass die Cluster die Kondensation antreiben. Und je mehr kosmische Strahlung wir haben, desto mehr Cluster haben wir. Herausgefunden haben wir, dass dadurch auch diese Partikel größer werden. Und am Ende haben wir mehr Kondensationskerne und durch diese Regulierung können wir auch eine Regulierung der Nuklei herbeiführen. Und ich werde Ihnen zeigen, dass bei einer Veränderung der Kondensationskerne wir auch die Mikrophysik der Wolken verändern können. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Hier haben wir ein Satellitenbild. Wir sehen hier diese Streifen. Diese wurden nicht von Flugzeugen, sondern von Schiffen verursacht. Diese tragen auch bei mit ihren Kondensationskernen und somit verändern sie die Eigenschaften der Wolken. Wenn wir also die Kerne verändern, dann können wir die optischen Eigenschaften der Wolken auch verändern. Dies ist also unsere Idee. Und um dies zu analysieren, haben wir 10 Jahre gebraucht an Experimenten, um eben einen Beweis zu finden, um zu zeigen, dass es einen Mechanismus gibt, der diese Cluster stabilisiert. Hier haben Sie einen Einblick in unsere Arbeit. Wir haben Instrumente für hier haben wir ein Experiment getan. Wir haben hier in einer Mine gearbeitet, um die kosmische Strahlung zu weichen. Durch diese Experimente haben wir aufgezeigt, dass die kosmische Strahlen für die Stabilisierung wichtig sind und diese kleinen Cluster bilden. Sie haben einen Einfluss auf die Größe dieser Partikel und je mehr wir davon haben, desto größer sind dann die Wolken. Und dadurch wird auch der Haushalt geändert. Im Jahre 2013, da haben wir den letzten Teil unserer Arbeit veröffentlicht und wir haben jetzt den Eindruck, dass wir über eine gute theoretische Basis verfügen für unsere Aussagen. Sie fragen sich wahrscheinlich, wie dies aufgenommen wurde in den letzten Jahren und ich werde Ihnen ein paar
Sachen zeigen, die jetzt in den Medien aufgetreten sind, sind Wissenschaftler, die ein paar Statements aufstellen und dann schreiben Journalisten diese Artikel. Wir sehen hier verschiedene Artikel, die geschrieben wurden. Hier. Also sehr seriöse Titel. Und es gibt sehr viele Menschen, die unsere Arbeit gerne vernichten möchten, in das Grab legen möchten, buchstäblich. Aber dem ist nicht so. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Folien zeigen. Dass wir diesen ganzen Wandel beobachten können, der Solaraktivität für den Wandel der kosmischen Strahlen und der Wolken. Der Grund liegt darin, dass wir sehr hier ein Bild haben der Sonnenatmosphäre. Sie können sehen, dass die Sonne manchmal sehr aktiv ist und sehr viel Material ausschüttet und als Schild wirkt. Und wenn die Sonne sich auf einer gewissen Seite befindet, dann wird abgeschirmt oder nicht. Wir können auch testen, ob diese Sachen auch wirklich passieren. Und hier können Sie im Jahre 2009 haben wir diese Daten erstellt und hier können Sie links sehen die Aerosols. Die kosmische Strahlung sinkt für eine Woche auf ein Minimum und dann in der folgenden Woche steigt sie wieder an. Sie sehen, dass die Kurve für die Aerosols auch sinkt. Also wenn die kosmische Strahlung sinkt, dann haben wir weniger Aerosols. Und hier haben wir drei verschiedene Datensätze für die Wolken. Und wir sehen auch, dass die Wolken reagieren auf dieses Sinken der kosmischen Strahlung. Und sie zeigen alle das Gleiche. Dies zeigt auf, dass der Effekt eine Verbindung aufzeigt zwischen der Sonnenoberfläche über die kosmische Strahlung bis zu den Aerosolen. In den letzten zwei, drei Slides möchte ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn die Solaraktivität mit einbezogen wird für die Vorhersage des Klimas. Dieses Modell habe ich mit einigen meiner Studienkolleginnen aufgestellt. Wir haben hier eine Vorhersage. Wir haben hier verschiedene Szenarien. Man kann natürlich nicht genau vorhersagen, wie die Sonnenaktivität aussehen wird in den nächsten Jahren. Deswegen haben wir diese vielen Variationen. Interessant ist aber zu beobachten, wenn wir weiterhin eine niedrige Sonnenaktivität haben, dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren keinen Temperaturanstieg beobachten, wenn wir die Sonnenaktivität mit an Bord nehmen, dann muss die Klimaaktivität kleiner sein. Also der Klimaanstieg kann nicht so hoch sein, wie vorher gesehen. Wenn wir hier die verschiedenen Modelle sehen, wenn wir dieses Szenario und einen Vergleich anstellen, dann sehen wir, dass die Vorhersagen nach 80 Jahren, dass die Vorhersagen sehr viel höher sind, als wenn man nur die Sonneneinstrahlung mit einbezieht.
Die Sonnenaktivität muss also berücksichtigt werden. Ich weiß, dass dies die typische Reaktion ist, die ich bekomme. Es mag wahrscheinlich stimmen, aber CO2 verkauft sich einfach besser. Hier sehen wir den IPCC. Das Problem ist auch die Unterstützung. Wir sehen hier das Geld, das ausgegeben wurde für Klimawissenschaft, für Klimatechnologie in den Staaten von 1998 bis 2009. Ich habe hier kein Update dieser Zahlen, aber wahrscheinlich sieht es in Europa so ähnlich aus. Und dies bedeutet, dass Klimawissenschaft um 2 Milliarden Dollar pro Jahr finanziert wird. Und man fragt sich dann, wie viel an die Menschen gegeben wird, die nicht Teil dieses Konsens sind. Um dies zu sehen, müsste ich die Achse nochmal vergrößern, die Senkrechte, nicht nur um einen Faktor von 10, nicht 100, sondern 1000. Denn das Geld, das für diese Wissenschaft ausgegeben wird, ist so niedrig, dieser Anteil. Hier habe ich meine Zusammenfassung. Kosmische Strahlen. Wann immer wir einen Wandel wir haben bei den kosmischen Strahlen, da haben wir eine Veränderung beim Klima. Wir haben die Beweise in einem Zeitraum von 10.000 Jahren. Der Einfluss der Sonne ist um eine Größenordnung größer als die, also es ist ein Mechanismus, der hier einwirkt. Wolken spielen eine wichtige Rolle. Wenn wir die Wolken verändern, dann verändern wir auch die Energie in diesem System. Dieser Mechanismus umfasst Ionen, die Aerosole produzieren. Und wenn wir diese haben, da haben wir eine Verbindung mit den Wolken und auch mit dem Energiehaushalt. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich einen Bericht geschrieben habe. Da muss man auch kein Experte sein, um sich diesen Bericht durchzulesen. Und Sie können diesen Bericht unter diesem Link aufrufen und weitere Informationen zum heutigen Beitrag bekommen. Vielen herzlichen Dank. Dank für diesen aufschlussreichen Vortrag. Ich weiß, dass es heute nach dieser Veranstaltung so gehen wird, dass Sie vielleicht zu viel Input bekommen haben auf einmal. Sogenannte Reizüberflutung. Das geht vielen so, wenn sie solche wissenschaftlichen Vorträge hören. Kurze Anmerkung. Gut. Herr Professor Limburg möchte eine kurze Anmerkung machen. Dr. von. Ich möchte nur erwähnen, dass diese letzte Broschüre, die Professor Svensmark erwähnt hat, die höhere Gewalt, der Einfluss der Sonne, bei Eike in Übersetzung in Deutsch erschienen ist vor ungefähr 10 Tagen. Sie finden es also unter Svensmark, wenn Sie in die Suchleiste gehen, und können es in deutscher Übersetzung lesen. Vielen Dank für den Hinweis. Und auch nochmal vielen Dank für die Arbeit von Eike. Bevor ich jemals mit der AfD zu tun hatte, habe ich Eike schon gekannt und abonniert gehabt und habe es also regelmäßig gelesen. Dass ich dann irgendwann mal Limburg persönlich kenne und wir quasi Freunde wären, hätte ich mir damals nicht zu träumen gewagt. Ich hätte mir auch nicht zu träumen gewagt, bei einer so hochbesetzten Veranstaltung mal dabei zu sein, die selber zu organisieren. Und da kommen wir gleich zum vierten Referenten am heutigen Abend. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich alle an das Zeitlimit halten bis jetzt. Das ist also sehr, sehr gut, sodass wir dann nachher noch,
dass wir dann nachher noch wirklich genügend Zeit haben, um Fragen zu stellen. Ich hoffe, Sie löchern die Redner dann mit Fragen, weil so schnell werden Sie sie wahrscheinlich nicht wieder dort hierher bekommen, dass Sie also denen persönlich diese Fragen stellen können. Gut, unser vierter Redner ist Professor Dr. Gernot Patzelt. Er kommt aus Österreich zu uns, ist ein österreichischer Geograf, Hochgebirgsforscher und Polarforscher. Herr Patzelt forscht zur Klimageschichte und Landschaftsentwicklung vor allem im Alpinraum. Von 1981 bis 2009 leitete er den Gletschermessdienst des österreichischen Alpenvereins. Im Jahr 2007 räumte Patzelt zwar einen kleinen, eventuell anthropogenen Einfluss auf die Klimawärmung ein, warnte aber vor voreiligen Schlüssen. Und nichts anderes machen wir ja auch. Wir sagen ja auch nicht, dass der Mensch überhaupt keinen Einfluss auf unser Klima hat, aber eben nicht über die CO2-Emissionen, zumindest keinen relevanten Einfluss. Was bislang geschah, ist erstaunlich undramatisch. Die Katastrophe findet bisher ausschließlich im Computer statt. Seine Untersuchungen an Eiskernen und Seeablagerungen in Hochtälern würden darauf hindeuten, dass Warmphasen wie derzeit in den letzten 12.000 Jahren nichts Außergewöhnliches waren. Und teilweise wärmer als heute. Herr Rahmstorf hat gerade das, nachdem er mein Klimaquiz versucht hat auseinanderzunehmen, bemängelt. Er geht davon aus, dass es noch nie so warm war in den letzten 12.000 Jahren wie heute. Gut, zurück zu Gernot Patzelt. Gernot Patzelt war auch an den Forschungen zum Ötzi-Fund beteiligt. Wenn es Sie interessiert, können Sie auch dazu was fragen. Ich bitte aber, da wenige Fragen zu stellen, sondern eher zum Klima. Am 25. September 1991 war er kurz nach der Entdeckung der Gletschermumie bei der Auffindung und Bergung von dessen Köcher mit 12 Pfeilen dabei. In der Folgezeit untersuchte er die klimatischen Bedingungen, die zu der außergewöhnlich guten Erhaltung der Mumie beitrugen. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Professor Patzelt und ich denke Sie auch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Begrüßung und die Einführung. Ich muss mich gleich vorweg entschuldigen, ich werde Deutsch sprechen. Wirklich? Das Titelbild zeigt das Thema. Ich brauche da weiter nicht drauf eingehen und beginne mit zwei Bildvergleichen. Der Pasterze im Großglocknergebiet, Großglockner rechts der Gipfel, die Pasterze der Gletscher im Jahre 2007 und im Jahre 2015. Sie sehen aus diesen Bildvergleich, wie stark dieser Gletscher in diesen letzten Jahren zurückgeschmolzen ist und weiterhin zurückschmilzt. Das sieht man an den Einbruchsformen, gerade in der Gletschermitte, wo so kreisförmige Zylinder entstehen, die Anzeichen dafür sind, dass das Gletschereis dort zerfällt. Ich darf vielleicht mit dem nächsten Bild nur kurz andeuten, was man daraus ableiten kann. Die Sommertemperatur oder die Temperaturen im Gletscherbereich steuern das Gletscherverhalten. Das ist altbekannt. Hier ist eine Zusammenstellung der Sommertemperaturen, weil der Sommer ausschlaggebend ist für das Verhalten im Gletscher. Der Winter macht da weniger aus. Der Sommer ist ausschlaggebend und hier sieht man an dieser Zusammenstellung die Abweichung der Sommertemperatur. Einmal von den Bergstationen, die am Rand der Alpen liegen, Kremsmünster, Hohenpeißenberg und Basel, beginnend mit 1881,
Und Sie sehen daraus die Warmperioden und abweichend die blau gehaltenen, die Kaltperioden. Und daraus wird ersichtlich, dass etwa zum Beispiel in den 50er Jahren die Erwärmung, die damals schon stark spürbar war, gleich hoch war ungefähr wie die vor 1820. Daraus erkennt man, dass es wärmere Perioden in der Vergangenheit immer schon gegeben hat. Erst in der Zeit nach 1980 hat die Temperatur außergewöhnlich zugenommen, wie dieses Diagramm hier zeigt. Es ist allerdings zu bemerken, dass die Temperatur zwar am Anfang sehr stark angestiegen ist, aber in den letzten 15 Jahren stagniert dieser Temperaturanstieg, ganz deutlich zu sehen, auch in einer Ausgabe, die die restlichen Jahre berücksichtigt, bestätigt sich dieser Fall. Es ist festzuhalten, Moment, ja, es ist festzuhalten, dass diese Waldgrenz und Temperaturentwicklung der Nacheiszeit sich hier mit den Gletschern und mit der Gletscherausdehnung und der Wald- und Baumgrenze, die sehr gut korrelieren lässt und damit ausgesagt werden kann, dass die Faktoren, die hier das Gletscherverhalten und das Waldgrenzverhalten bestimmen, weltweit über die ganze Periode gegeben war. Die bisherigen Befunde, die wir jetzt besprochen haben, sind durch historische Nachrichten bestätigt. Die weiter zurückreichenden Befunde, die Entwicklung aus der Gletscher- und Waldgrenzentwicklung abgeleitet werden. Und das will ich im Folgenden kurz versuchen. Erstens, die Pasterze, der größte Gletscher, wir haben anfangs schon Bildvergleich gesehen, ist stark zurückgeschmolzen und unter dem Eis hat dieser Gletscher immer wieder organisches Material, hier in diesem Fall Torfreste, ausgespült, die unter dem Eis herausgekommen sind. Diese organischen Reste ließen sich datieren. Sie sind in der Zeit zwischen 3300 und 1500 vor Christus gewachsen und nachträglich vom Gletscher überdeckt worden. Das ist ein Beispiel, ein früheres Beispiel. Das hier ist ein Beispiel von einem Baumstamm, der aus der Moräne ausgegraben wurde. Das Datum ist angeschrieben. Aus dieser Zeit ist dieser Baum in einem Gelände gewachsen, das nachher vergletschert ist. Oder ein zweites Beispiel von einem älteren Baumstamm, den der Gletscherbach unter dem Eis herausgespült hat und dann auf den Vorland in groben Schotter abgelagert hat. Das Datum ist angeschrieben. Es ist vor 8000 Jahren ungefähr dieser Baum gewachsen und später und dann vom Gletscher überdeckt worden und jetzt wieder ausgespült worden, so wie wir das gesehen haben. Nicht nur an der Pasterze finden wir solche Vorfälle, sondern auch an anderen Gletschern, die tief genug herunterreichen. Das hier ist ein Bild vom Gepatschferner in den Ötztaler Alpen. Und da sind angeschrieben die Daten von Bäumen, die da in der Moräne gesteckt sind. Oben ist die Abgrenzung des Maximalstandes von 1856 eingetragen und darunter sind
die Bäume, die Baumstämme datiert, die da gefunden worden sind und unter Moränenmaterial bedeckt die Zeit überstanden haben. Ein solches Beispiel hier ist dieser Baumstamm. Er zeigt noch, hat noch die Rinde dran, so dass man sehen kann, der Baumstamm ist in den Gletscher hineingefallen und gleich bedeckt worden. Und das Datum, das Alter dieses Baumstammes ist 53 bis 328 nach Christus festzulegen. Nicht nur die Baumstämme haben solche Kapriolen geschlagen, sondern auch die Waldgrenze. Die Waldgrenze ist eine Vegetationsgrenze, die im Gebirgsbereich besonders ausgeprägte Schwankungen nachweisen lässt, wie dieses Beispiel zeigt. Das ist der Weiler Rofen im obersten Finchgau in Südtirol. Das zeigt den Hof mit einer Kapelle, auf dem im Mittelalter Schafzucht betrieben worden ist. Und im Zuge der Schafzucht ist auf dem ganzen südseitigen Hang der Wald vernichtet worden, abgeholzt oder auch dann das Aufkommen von Wald verhindert durch den Schafbetrieb. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, künstlich aufzuforsten. Das sind die dunklen Waldflächen, die da unter der Wolke liegen. Und rechts ist zu sehen, dass diese Aufforstung bis 2300 Meter etwa ganz gut funktioniert und darüber rasch abnimmt. In der Höhe von 2420 Metern, wo der Pfeil oben angezeigt ist, ist aber früher hochstämmiger Zirbenwald gestanden. Das ist aus einer Zeit, in der die Waldgrenze deutlich höher lag als heute. Hier das Beispiel dieses Baumstammes in 2400 Meter Höhe mit der entsprechenden Datierung dazu zum Höhepunkt der letzten Warmzeit oder postglazialen Wärmezeit ist dieser Baumstamm dort oben gewachsen. Moment. Solche Baumstämme haben wir in zahlreichen Mooren gefunden. Etwa 63 sind bisher gezielt datiert. Hier ein Beispiel von einem anderen Tal, das hier den höchsten Baumstamm Fundort zeigt in 2360 Meter, 5400 vor Christus ist dort noch Baumwachstum möglich gewesen. Fassen wir das zusammen oder schauen wir, was hier mit diesen Ergebnissen zusammen feststellbar ist. So ist hier da oben dargestellt die Sommertemperatur, wie sie aus den abgeleitet wurde aus den Befunden, die ich eben erwähnt habe, und darunter die Kurve der Temperaturentwicklung auf dem grönländischen Inlandeis. Das ist die einzige Stelle, wo ich einen Ausflug mache, sozusagen, in außeralpine Gebiete. Sie sehen dort, dass seit 8000 Jahren oder 8200 Jahren die Temperatur um den heutigen Mittelwert schwankt und um den Mittelwert der letzten 100 Jahre schwankt. Und Sie sehen daraus den überwiegenden Teil der postglazialen Wärmezeit, in der die Temperatur höher lag als heute. Und erst seit
ja, beginnend etwa 800 vor Christus und dann in der nachchristlichen Zeit kommen dann die Perioden mit den kalten Bedingungen, die wir oben aus den Alpen auch schon besprochen haben. Daraus abgeleitet wird nun die Temperaturentwicklung abgeleitet aus der Gletscherausdehnung von den Ostalpen, den Rückzugsperioden der Gletscher in den Westalpen, die ich aus der Literatur entnommen habe, die Baum- und Waldgrenze, die höher lag als heute, und daraus abgeleitet die Sommertemperatur, Sommer von Mai bis September, das ist die Vegetationsperiode, in dem auch Waldwachstum möglich ist. Und Sie sehen daraus, aus diesem Bildvergleich, dass die überwiegende Zeit dieser Periode mit den schwarzen Feldern wärmer war als heute, deutlich wärmer war als heute, und dass die Kaltperioden links unter 1000 Jahre erst in relativ junger Zeit überhand nehmen. Es war also ohne menschlichen Einfluss schon deutlich wärmer als heute. Wollen wir das einfach festhalten? Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, wenn wir dazu die Literatur vergleichen, wo dann drinnen steht, so warm wie heute war es noch nie. Nicht? Also da lege ich meinen Daumen drauf. Da will ich, so will ich, dass verstanden ist. Weder das Ausmaß noch die Geschwindigkeit der Erwärmung ist aus dieser Vergangenheit ableitbar, weder das Ausmaß noch die Geschwindigkeit haben die letzten 40 Jahre überstiegen. Also das, was wir an Erwärmung jetzt erleben, ist niemals überstiegen worden. Im Gegenteil, nicht wie Sie sehen haben. Wie viel der Erwärmung seit 1890 durch die menschlichen Aktivitäten verursacht sind, ist umstritten. Das wissen wir aus der Literatur und aus der Diskussion, die um das Klima herrscht. Nach den Befunden aus dem Alpenraum, die ich als gegeben hinnehme, sind 65%, also zwei Drittel etwa der letzten 10.000 Jahre natürlichen Ursprungs und 35% davon vom Menschen verursacht. Diese 35%, die man dem Menschen zuordnen kann, das entspricht einem Temperaturanstieg von 0,2 bis 0,3 Grad in den letzten 40 Jahren. Oder 7 Grad Celsius der Erwärmung seit 7000 Jahren. Die Temperaturentwicklung in dieser Größenordnung liegt aber im Bestimmungsbereich der Temperaturentwicklung überhaupt. Die Ungenauigkeit, die man daraus ablesen kann, ist klar. Wir können das Thema abschließen mit der Anmerkung oder mit der Bemerkung, mit der Kurzfassung: Die Klimahistory deckt die Klimahysterie nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gut, vielen Dank, auch Professor Patzelt. Sie sehen, dass auch unter den hier vorn Sitzenden nicht hundertprozentige Einigkeit besteht, das ist auch in Ordnung. Und trotzdem waren es aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr interessante Vorträge.
Und wir haben jetzt quasi mit Professor Patzelt in die letzten 11.000 Jahre geschaut und die waren aus unserer Sicht sehr aufschlussreich, aus meiner Sicht. Gut, ich würde dann jetzt mal von links nach rechts quasi anfangen, dass wir so ein Schlussstatement geben, um die Veranstaltung dann offiziell zu beenden. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für Ihre Einladung. Sie haben dieses Treffen wunderbar angeführt und Sie alle, meine Damen und Herren, haben einen tollen Beitrag geleistet. Und das ist das, was wir machen sollen. Sie werden dies nutzen, wir werden das nutzen. Die Antwort auf schlechte Wissenschaft ist gute Wissenschaft. Und die Antwort auf irreführende Wissenschaft ist, dies anzuzeigen der Polizei, bis die Polizei aufwachen wird und entscheiden wird zu handeln. Denken Sie an die Kosten, nur in diesem Land der Energiewende. Da geht steuert Deutschland auf den Bankrott zu. Es wird keinen Unterschied geben mit dem Klima. Wir töten Tiere. Wir verschanden die Landschaft, Industrien schließen und ziehen nach China, wo sie nicht mit diesen ganzen Zwängen zu kämpfen haben. Wir müssen die Wissenschaft korrekt betreiben. Und wenn wir dies korrekt betrieben haben, wenn sie sich weigern, dies zu veröffentlichen, dann müssen wir die öffentlichen Ermittlungsbehörden involvieren. Bis sie sehen werden, was wir sehen werden. Und das ist das, was Herr Niklas Mörner gesagt hat. Das ist die größte menschliche Irreführung der Geschichte. Menschen sterben, weil sie keinen Stromzugang haben. Wenn wir dies sagen, dann sind wir nicht mit Partikularinteressen jetzt hier. Es geht nicht darum, es geht um die Grundlage. Und wir sollten die sogenannten Grünen, die in Wirklichkeit rot sind, daran erinnern, dass wir diejenigen sind, die das moralische Recht auf unserer Seite haben. Und wir müssen hier optimistisch sein und mutig sein und sie werden alle Tricks verwenden, sie werden unseren persönlichen Ruf angreifen, weil sie wissen, dass sie auf dem wissenschaftlichen Feld nicht mit uns auf einer Augenhöhe stehen und wir müssen weiterhin mutig bleiben und am Ende wird die Wahrheit siegen. Last words. Last word. Das letzte Wort. Ich bin seit 1995 in dieser Branche und ich wurde in diesen Jahren sehr oft angegriffen und ich sehe, dass meine Aufgabe darin besteht, Wissenschaft zu betreiben und wenn ich weiterhin dies richtig mache, dann wird es offenkundig sein, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und ich hoffe, dass die Menschen dann irgendwann auch unsere Resultate akzeptieren werden. Es ist alles viel komplizierter. Wahrscheinlich war ich ein bisschen naiv und wenn wir sehen, wie viel Geld investiert wird in diese Wissenschaft, das ist eine ganze Industrie. Der einzige Weg, dies zu stoppen, besteht darin, die Klimapolitik weniger zu finanzieren. Mit weniger Geld werden sie sich anderen Sachen widmen. Und das sollte in Zukunft passieren. Was die Politik angeht, kann ich mich nicht äußern. Mir geht es darum, Wissenschaft zu bereiten und irgendwann werden unsere Resultate auch wertgeschätzt. All right. Ich möchte sehr schnell was korrigieren bezüglich der Windparks und das Meer. Es hat sich herausgestellt, dass die
Heringe, die toten Vögel auffressen, die durch die Windparks eben sterben. Das ist ein Vorzug für die Heringe, aber das war es dann auch. Was Datentransfer und Ratenübermittlung über das Internet angeht, da habe ich herausgefunden, vielleicht müssen wir mich da korrigieren, vielleicht Artikel 9, Artikel 13 der EU, da werden Informationen blockiert, die von amerikanischen Zeitungen geliefert werden. Ich wollte das eben Herrn Monckton zeigen. Einige amerikanische Zeitungen, da ist es so, wenn man die Seite aufrufen will, dann kommt die Meldung, sie sind in der EU, wir können diese Nachrichten nicht sehen. Es geht da um den Datenschutz. Aber die Wahrheit ist, sie werden von ihnen werden Informationen vorenthalten und das wird nicht dabei bleiben. Und das ist wirklich sehr besorgniserregend. Die internationale Kommunikation wissenschaftlicher Daten sollte nicht abgekapselt werden. The other thing is, und was ich noch hinzufügen möchte, was Herr Svensmarkt eben gesagt hat, ich bemerke schon jetzt, dass die Presse sich da von der Erderwärmung distanziert so langsam. Und langsam muss man über etwas anderes Angst haben. Sie wollen aber nicht, dass ihre Meinungen hier aussterben. Sie sind nämlich die einzigen Menschen, die ein Teleskop richten können. Sie können sehen, was im Universum passiert. Sie können darüber kommunizieren. Und kein Tier kann dies tun. Wenn es eine Spezies gibt, die dann mehr Recht zu leben hat als die Menschen und dass die Menschen aussterben und dass die Kinder in Afrika in den Dschungel geschickt werden, um Wasser zu finden und Wasser zu kochen. Wenn man ihnen diese Möglichkeit gibt, dann kann Entdeckungen zu treiben, dann sind wir die Spezies, die überleben muss und wir müssen auch den Mut dazu haben, zu überleben. Was wir tun können, tun wollen, sollen. Was Cooles. Ja, wenn ich so nett gebeten werde, dann lasse ich natürlich keine Gelegenheit verstreichen, um alle aufzurufen, die hier sind, ob nun mit uns einig oder ins Zweifel gekommen oder auch ganz anderer Meinung, trotzdem das Thema draußen vor sich herzutragen und jeden, der es hören mag und nicht hören mag, doch entscheidende Fragen zu stellen. Nicht, wie hältst du es mit dem Klimawandel, sondern wie hältst du es mit den Folgen der Maßnahmen gegen den Klimawandel, das, was wir hier besprochen haben. Die sind sowas von verheerend im Sinne von schädlich für nicht nur für unsere Volkswirtschaft, sondern für die ganze Welt, solange sich die entsprechenden Völker daran halten. Und was ja zu beobachten ist, die meisten anderen Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, wir zahlen übrigens an China immer noch 1 Milliarde Euro jedes Jahr an Entwicklungshilfe, kümmern sich direkt darum und machen ihr Ding. Und das ist auch richtig und gut so, was nicht heißt, dass wir die Umwelt außen vor lassen. Ganz im Gegenteil, die AfD sind die eigentlichen Umweltschützer, denn wir wollen diese umweltvernichtenden Großmaschinen in der Landschaft, wie Windkraftanlagen, wie Biomasseanlagen, wie Monokulturen, wie Solaranlagen aus dieser Welt möglichst rauskriegen, möglichst schnell, möglichst bald, möglichst sofort. Und daran zu arbeiten, macht mir große Freude und ich hoffe, diese Freude ist von den anderen Herrschaften ebenfalls an Sie rübergekommen. Danke dafür. So, das waren ja nochmal schöne Schlussstatements. Ich verzichte darauf, auf ein Schlussstatement. Ich möchte mich einfach bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich möchte Sie natürlich bitten, als Multiplikatoren, so hat man es bei der Polizei genannt, dort wo ich ja 30 Jahre lang war, als Multiplikatoren zu fungieren und das Wissen, ich gehe davon aus, dass die meisten
das Wissen so gut wie auch schon vorher hatten, aber jetzt nochmal doch mit Fakten, Fakten gespickt bekommen haben. Also ich bitte Sie einfach, das, was Sie hier gehört haben, weiterzutragen und auch die anderen in Diskussionen zu verwickeln zu dem Thema. Einfach die ganz einfachen Fragen stellen, wie hoch ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre? Also sehr viele winken da schon ab. Und diejenigen, die da eine ganz kurze Anleitung haben wollen, was eigentlich wichtig ist, was man die anderen fragen muss, ist das Klimaquiz, was Sie auf der Landesverbandsseite von der AfD Sachsen herunterladen können. Es geht einfach nur um wissenschaftliche Grundlagen, wie hoch ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, um wie viel Prozent ist er denn nach oben gegangen in den letzten 150 Jahren und so weiter. Also einfach bloß auf die Internetseite vom Landesverband Sachsen gehen, auf Media klicken und dann auf Klimaquiz, können Sie es runterladen. Das war den Herrn Rahmstorf und Herrn Lesch so gefährlich, dass sie das versucht haben auseinanderzunehmen. Gibt es aber mehrere Videos, wo Ihnen da gesagt wurde, okay, ganz so geht es nicht. Sie konnten auch keine einzige Antwort widerlegen. Sie haben sie nur relativiert und davon abgelenkt, von der eigentlichen Antwort. So, und das ist es jetzt wirklich gewesen. Ich beende hiermit offiziell diese Veranstaltung. Natürlich stehen die vier Ihnen noch ein paar Minuten für persönliche Gespräche zur Verfügung. Mancher denkt ja auch, er möchte ein Foto mit diesen Herren haben, was ich gut verstehen kann. Und ja, vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und bleiben Sie neugierig.